Hallo und herzlich willkommen zur Folge 15 von Let's Play Apartment Nummer 4. Wir haben gerade Mittwochmorgen und Amy ist gerade bei der Arbeit. In der letzten Folge hat Margot ihren ersten Kuss erlebt und zwar mit John Kessler. Hier haben wir ihn. Und ja, da schauen wir mal, was sich da entwickelt. Die Teenager haben auf jeden Fall nachher noch Schule. Was ich jetzt aber zuerst gerne mal machen möchte, ist eine Kiste hier zu löschen, weil sonst vergesse ich das nämlich. Und ja, aber wir haben in der letzten Folge, ich glaube es war in der letzten Folge, auch hier diese kleine Schreibtischecke eingerichtet, die mir auch gut gefällt. Wir könnten hier dieses Riesendings löschen. Ha! Und direkt haben wir mehr... Und was haben wir auf einmal? Platz! Da... wisst ihr, was wir auch löschen könnten? Mal sind die Zeitungen. Ich finde, die Zeitungen müssen da nicht mehr auf dem Boden sein. Ich meine, die Teenager leben ja jetzt schon eine ganze Zeit lang hier und jetzt im Vergleich zu den Kisten sind ja auch solche Zeitungen relativ leicht wegzuräumen. Wahrscheinlich waren sie vorher noch nicht weggeräumt, weil die Kisten drauf standen. Also, ja. Guck mal, was wir hier auf einmal Platz haben. Ich würde mal sagen, ich warte hier vielleicht noch, bis die anderen Kisten auch noch weg sind und so, bevor wir da mehr mitmachen mit der Ecke. Ich wollte ja noch ein Schlafzimmer oder nicht. Ich wollte hier das Badezimmer hinpacken, damit wir hier noch Platz für ein weiteres Schlafzimmer haben. Und das können wir alles auch noch tun. Da bin ich auch generell sehr dafür. Wie geht's euch denn? Du könntest mal aufstehen und Frühstück servieren. Frühstück servieren. Mach mal einen Obstsalat. Und du möchtest einen Whirlpool kaufen, weil keinen Luxus zu Hause hat. Nein. Und du möchtest mit Kleinkind fernsehen. Das könnten wir eigentlich mal tun. Und du möchtest außerdem eine Spülmaschine kaufen. Also eine Spülmaschine ist jetzt eigentlich unter den Sachen, die ich hier noch anschaffen will, nicht gerade das, was ganz oben auf der Liste ist. Also da kämen erst nochmal andere Sachen. Wie gesagt, ich würde hier erstmal noch einen Raum unterbringen. Ich wäre vielleicht auch dafür, hier diese Situation ein bisschen zu verbessern. Das wäre vielleicht noch so eine Idee. Und ja, also das kommt dann höchstens später. Und vor allem auch Deko-Sachen. Ich hätte gern mehr Deko hier. Und was, vielleicht könnten wir auch die Wände mal streichen irgendwann demnächst. Vielleicht nicht jetzt, weil ich habe ja jetzt hier schon in der Ecke einiges gemacht. Also vielleicht nicht diese Folge. Aber ich finde, wir könnten da durchaus was machen. Und ich finde, wir könnten auch je nachdem die Bodenfarbe auch verändern. Da man so Boden ja auch abschleifen kann und anders streichen kann und so. Oder vielleicht ist das ja auch nur schwarze Farbe, die über dem Holz drüber ist. Das weiß man ja alles nicht. Von daher, da könnten wir mal schauen, was wir da tun. Und dich lasse ich noch ausschlafen. Dich wecke ich jetzt, sobald Essen da ist. Wobei, ich glaube, ich wecke Margot auch, sobald Essen da ist. Ich bin ins Spiel reingegangen und die Bedürfnisse waren von allen gar nicht so schlecht. Ich war richtig begeistert. Weil wir ja gestern Abend noch so spät weg waren und so weiter. Ich war zugegebenermaßen auch einmal kurz nochmal aus der Wohnung raus, also aus dem Haushalt raus, um die Welt weiter zu bearbeiten. Also es könnte auch daher kommen, aber ich war nichtsdestotrotz sehr beeindruckt. Du kannst hier mal verwenden, was möchtest du hier tun? Wäsche trocknen, ja, das werden wir heute noch tun. Und Moment mal kurz. Ich wecke mal alle auf. Genau. Und dann kann Marie nämlich jetzt zum Essen rufen. Und ich hoffe, es kommen dann noch alle. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Sie ist ein Hitzkopf, also hat sie gerade irgendwie sie ein bisschen auf Krawall gebürstet. Sie ist hungrig und sie hat ihren ersten Kuss erlebt. Das ist ja auch alles gar nicht so schlecht sonst. Und ja, irgendwas in dieser Küche ist anscheinend dreckig, weil sie das gerade denkt. Ist hier irgendwie dreckige Umgebung. Vielleicht liegt es auch nicht daran, weil irgendwie
Der Rest der Leute ist eigentlich ganz glücklich. Und oh, ich glaube, Isa begrüßt Amy, weil sie von der Arbeit zurück ist. Amy, isst du jetzt auch mal was zum Frühstück? Wo kommt die Musik her? Oder ist das Straßenlärm? Vielleicht ist das auch Straßenlärm. Ich war. Halt! Komm zurück von der Schule. Ja. Sie hat eine 6 bekommen, oh Gott. Ihr könnt hingegen mal in die Schule gehen. Hui. Also da steht noch 5, aber. Ja, sie hat gerade einen Anruf bekommen. Wir gehen da jetzt natürlich nicht ran, weil wir wissen ja, was los ist. Genau. Und ich war letztes Mal total erstaunt, warum Margot so schlecht war in der Schule, dass sie direkt angerufen hat. Aber das Ding ist nur, dass ihre Noten so schlecht sind, dass eine Verschlechterung droht, also ihre Leistung so schlecht ist. Aber sie wäre dann sozusagen immer noch Dreier-Schülerin. Also es ist jetzt nicht so tragisch, wie man denken könnte. Und ich räume das hier mal weg. So. Ach ja. Sie möchte mit uns trainieren. Klar. Warum nicht? Zustimmen zu trainieren. Huch, nein, nicht du, du sollst zur Schule. Warum bist du nicht in der Schule? Geh zur Schule. Und du geh zur Schule. Und du geh zur Schule. Und kannst du jetzt aber nicht mehr darum bitten, am Training teilzunehmen? Doch, probieren wir mal, ob das geht. Okay, sie ist jetzt doch weg irgendwie. Vielleicht trainieren wir jetzt auch unten auf der Straße, aber wir haben ja das Kleinkind noch im Blick. Deshalb hoffe ich, dass damit dann noch alles okay ist. Da bin ich jetzt mal gespannt, was man da sieht, weil ich glaube, Lilis Bedürfnisse sind sonst auch super. Ja. Was möchtest du machen? Mit Stapelblöcken spielen. Mach das doch mal. Och, Kinders, wieso? Ihr wart doch gerade schon in der Schule. Immer gibt es das Drama. Ich weiß, Amy ist nicht in der Schule, aber ihr seid, die ist halt auch Mama, ne? Sagt sie jetzt, während sie unten Sport macht, statt sich um ihr Kind zu kümmern, aber halt. Okay, macht sie was? Hä? Okay, ich dachte gerade, das wäre John, weil hier irgendwas von ihm steht, okay. Also die Möglichkeit scheint irgendwie verflogen zu sein. Warte, ist das? Wer ist das? Ich dachte, nein, es ist sie nicht. Ich dachte gerade für einen Moment, das wäre Agnes Brindleton. Aber dafür ganz viele andere Leute, die wir kennen, sind hier unten. Okay, auch einige Leute, die wir nicht kennen. Naja. Dann darfst du dir danach mal einen Wunsch erfüllen und die Wäsche in den Trockner packen. Das Aiko, ich weiß es nicht. Da können wir danach vielleicht auch Hallo sagen. Und da kommt Diana. Okay. Und wir haben Post bekommen. Da müssen wir gleich auch mal schauen. Und jetzt können wir doch trainieren und wir haben den Trockner nicht angemacht. Aber ich würde das gerne sehen, dass sie zusammen trainieren. Aber wir trainieren jetzt drinnen. Interessant.
Was machen wir jetzt? Ich weiß, wir können hier drin nur trainieren, wenn wir energiegeladen sind. Dann können wir mal eine erfrischende Dusche nehmen. Danach können wir vielleicht ein paar Sit-ups machen oder so. Wir haben halt auch keine Sportgeräte hier, ne? Du kannst danach das eigentlich mal die Wäsche trocknen. Mein Gott, wie diese Katzen maunzen. Ich hatte eben auch erst Besuch von meiner Nachbarskatze. Beziehungsweise Besuch ist vielleicht übertrieben. Sie kam rein und hat sich geschüttelt, weil sie war patschnass und hat überall Fußabdrücke oder Pfotenabdrücke verteilt und ist dann wieder gegangen. Aber ja. Möchtest du vielleicht mit den Katzen spielen? Hey, ich dachte, wir wollten trainieren. Okay, sie ist auch zu verspielt, um sich energiegeladen zu fühlen. Oder kannst du das gerade trotzdem machen? Nee. Was möchtest du hier? Lunchpaket packen, Wohnungsschlüssel geben. Du kannst noch mal. Mach mal eine verspielte Skulptur, auf jeden Fall. Und eigentlich, das Essen ist aber schlecht hier. Da müssen wir uns dann danach auch drum kümmern. Solange es Isa gerade noch gut geht, wo steckt die eigentlich? Und sie tanzt zu dem Geräusch der Katzen anscheinend. No. Mit Amy über Kunst reden. Hey, klar. Dass sie sowas überhaupt kann. Spielzeug spielen können wir auch mal machen. Oh mein Gott, aber dieses Mountain ist echt hoch und laut. Level 3 der Geschicklichkeitsfähigkeit erreicht. Ich bin so stolz auf dich. Ich würde danach gern mal Isa hier wieder hochrufen, weil es irgendwie mich beunruhigt, wo dieser Hund sich gerade rumtreibt. Ach, da kommt sie angelaufen. Ach so, na dann ist ja alles gut. Und, okay, kommt sie wieder rein. Und Amy hat in die Hose gemacht oder in die Windel gemacht, besser gesagt. Während deine Mama noch arbeitet, kannst du auf jeden Fall schon mal mit dem Spielzeug spielen. Spielen, ja. Kannst du dir diesen Wunsch schon mal erfüllen? Das kannst du mal sein lassen. Dann kannst du hier mal leeren und danach füllen wir die Schüsseln wieder. Ach ja. Und sie liest irgendwas über Kalmare. Was haben wir hier? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Lass uns das mal hinstellen und anschauen. Das ist eine Katze, die mit einem Ball spielt, oder? Oder? Es hat den Kopf eines Eichhörnchens und hinten den Schwanz einer Katze. Ich würde es trotzdem mal verkaufen. 15 Simoleons, naja. Immerhin, immerhin. Kannst du jetzt mal alle Tierschüsseln füllen? Was möchtest du hier machen, Lunchpaket zubereiten? Würde ich mal sagen, nein. Wäsche in der Waschmaschine waschen können wir tun. Dann kannst du mal die Wäsche weglegen hier. Und danach kannst du, wenn du möchtest, ein paar Sit-ups machen. Kannst du gar nicht anscheinend. Wahrscheinlich braucht man dafür erst irgendwie ein bestimmtes Level der Fitnessfähigkeit oder so, nehme ich mal an. Braucht denn. Okay, sie braucht ohnehin Aufmerksamkeit. Dann. Wenn du mit ihr über Kunst reden möchtest, dann mach das doch jetzt einfach mal. Über Kunst reden. Okay.
Und Isa können wir auch mal streicheln, die braucht anscheinend auch Aufmerksamkeit. Genau. Zuschauen finde ich irgendwie nicht so die coolste Aktion. Hey, ich dachte, du wolltest mit deiner Mama sprechen. Hör mal. Oh, und sie ist glücklich jetzt. Okay, dann kannst du mal zu Amy gehen, zu Lilly gehen, meine ich. Und kannst du über Kunst reden? Sonst frag einfach mal über ihren Tag. Und du hast dich geschnitten, das tut mir leid. Okay, können wir jetzt was über Kunst sprechen? Irgendwie? Hallo? Oh, haben wir. Nein, haben wir nicht. Über Kunst reden. Klopf, klopf, Witz erzählen. Können wir auch machen. Klopf, klopf, Witz erzählen. Brauchst du sonst irgendwas? Du könntest mal was essen. Vielleicht könnte Amy mal. Level 5, fantastisch. Mal was zum Mittagessen machen. Mach mal Macaroni und Käse. Das esse ich nachher auch noch. Warum sollten die Sims das nicht auch essen? Ach ja. Ich denke, in der nächsten Folge gehen wir vormittags, wenn es die Bedürfnisse zulassen, mit denen nochmal irgendwo hin. Aber irgendwie für jetzt finde ich das ganz schön hier mal einen etwas ruhigen Vormittag zu haben. Oh, sieht das goldig aus mit dieser. Wir waren ja auch gestern Abend erst weg in der Karaoke-Bar und ich dachte, heute Vormittag könnten wir mal so Sachen machen wie eben Wäsche waschen und was kochen und so, was ja auch ab und zu mal ganz gut ist. Oliver ist so verantwortlich, dass es ein Merkmal sein. Margot ist schlechter geworden. Ja gut, das überrascht jetzt ja nicht so sehr. Das ist bei euch allen der Spaß, nee, bei dir nicht so sehr, ne? Da, bei dir schon. Möchtet ihr beiden vielleicht zusammen ein Videospiel spielen? Nur gerade so ein bisschen, bis es Essen gibt. Und Oliver könnte mal duschen gehen. Das Schnabbel. Möchtest du damit spielen? Was möchtest du hier machen? Über Spielzeug reden, Hübner wird erzählen. Das haben wir alles schon gemacht, Kind. Ist vielleicht hiervon mal was? Ich glaube, Isa braucht doch irgendwas. Geh du vielleicht mal hier hin und. Moment, kurz. Zu viel auf einmal. Oder anscheinend ist doch nichts, okay. Dann können wir einfach mal mit ihr spielen. Es muss ja nichts sein, damit man sich mit seinem Tier beschäftigt. Man kann ja auch so schon Zeit mit einem Tier verbringen. Und du könntest sie hereinlassen. Zum Essen einladen, genau. Du könntest als nächstes auch was essen. Und sie ist schon wieder verschwunden. Vielleicht war es ein Klingelstreich. So, du kannst jetzt auch was essen. Oh, und ihr Spaß steigt auch immer mega davon, wenn sie sich mit Isa beschäftigt. Das ist aber auch wirklich so. Na, die zwei.
Danach könnten wir vielleicht mal was Schockierendes machen und Margot könnte ihre Hausaufgaben machen. So immer schadet das auch nichts. Und weißt du was, bevor du was isst, könntest du die Dusche mal säubern. Weil sonst, wenn du das nicht machst, dann ist morgen früh die Einzige, die daheim ist, Amy. Und dann muss das die arme Amy das wieder machen. Und ich finde, Amy nimmt euch dafür, dass sie selbst ein Kind hat, schon sehr viel von der Haushaltsarbeit ab. Von daher, genau, mach du das doch mal. Und ihr könnt euch vielleicht ein bisschen unterhalten. Tag verschönern. Und... über Schriftsteller reden, warum nicht? Okay, sie gräbt immer so irgendwie unter sich mit einer Folie. Mit einer Folie. mit einer Pfote, aber scheint trotzdem alles okay zu sein. Also es scheint sie einfach nur so zu machen. Okay, wenn du das gegessen hast, kannst du mal aufs Töpfchen gehen. Ich glaube, das kannst du inzwischen ja auch alleine. Dann machen wir das hier auch mal fest. Und du bist auch ziemlich müde. Was könntest du denn mal zum Spaß machen? Ich glaube, du bist auch... Bist du Bücherwurm? Nee. Vielleicht kannst du auch mal mit Isa spielen. Genau. Danach kannst du Amy vielleicht mal, Lilly vielleicht mal baden. Ja. Ups. Du kannst, nachdem du die Hausaufgaben mal gemacht hast, schlafen gehen. Du kannst mal duschen gehen. Du brauchst Soziale und Spaß. Wir schauen mal, was wir mit dir machen. Nein. So, du kannst, genau, du kannst im Anschluss mal Lilly im Schaumbad baden. Ich klicke irgendwie nur noch auf Schaumbad und nicht mehr auf normales Bad, weil halt, warum sollte man jemanden im Schaumbad, also im normalen Bad baden, wenn man auch ein Schaumbad haben kann? Also halt so, warum? Und wen haben wir hier unten? Dich kenne ich nicht. Dich kenne ich nicht. Dich kenne ich nicht. Dich kenne ich auch nicht. Wenn hier Leute wären, die man kennen würde, dann könnte Oliver denen ja mal Hallo sagen. Aber ich möchte nicht investieren in diese Menschen, die ich ohnehin wieder lösche. Da, die kennen wir, aber die ist, glaube ich, gerade auf dem Durchweg nur. Irgendwo anders hin. Ja. Oliver, was tun wir mit dir? Denen. Okay. Die kennen wir zwar, aber mit der wollen wir nichts machen. Was machst du jetzt? Von mir aus kannst du auch mit Videospielen spielen, wenn hier gerade eh keine Leute sind. Wir wollen uns nicht dieser Gruppe anschließen. Ich glaube, du möchtest was lesen, ne? Das finde ich eine gute Idee. Du kannst es hier erstmal reparieren. Und danach kannst du auch was lesen. Da ist jemand, den wir kennen. Möchtest du da nicht mal nach unten gehen und deine, hoppala, deine Sozialfähigkeit aufbauen? Freundlich vorstellen. Mach das mal, finde ich gut. Okay, Margot, du kannst erst noch ein Gericht nehmen. Du hast sie jetzt ins Bett gebracht, aber hast du sie auch gebadet? Nein, aber sie ist so müde, da ist das vielleicht tatsächlich die bessere Option. Geh du vom Schlafengehen nochmal zur Toilette, danach kannst du schlafen gehen. Was möchtest du hier machen, ein Lunchpaket zubereiten? Damit hat sie es irgendwie in letzter Zeit. Was ist das mit den Lunchpaketen?
Danach kannst du schlafen gehen. Dir habe ich schon gesagt, dass du was lesen sollst. Und ihr könnt euch mal ein bisschen unterhalten vielleicht. Kannst ihr mal den Tag verschönern. Und dann könnten wir vielleicht ein paar lustige Interaktionen noch machen, damit sein Spaß auch ein bisschen mehr steigt. Erzähl mal eine lustige Geschichte. Und ein von Herzen kommendes Kompliment kannst du ihr auch machen. Können sie mal kennenlernen. Und was makellose Kleidung an. Ja, die hat Amy für dich gewaschen. Ich finde auch den Plan zum Waschen sollten wir ein bisschen verändern in dieser WG, dass es nicht immer nur Amy macht. Rumblödeln finde ich auch super. Und da ist Marlene. Marlene Mondrian. Die können wir auch noch kennenlernen, nur jetzt vielleicht nicht augenblicklich jetzt. Er möchte wieder mit uns essen gehen, aber wir sind so müde. Ich würde eigentlich gerne, aber ich glaube, da haben wir mehr Ärger als Spaß mit. Sie ist tanzwütig. Und auf einmal sind ganz viele Teenager hier, die wir kennenlernen können. Aber ich würde sagen, für jetzt können wir erstmal mit ihr reden. Und wenn die Leute hierher kommen, haben die immer diese Sprich mit der Hand Interaktion. Entweder mögen alle sie nicht, Sarah, oder sie mögen uns nicht. No. Kompliment über Outfit machen. Bin nicht dafür. Ich mag nämlich ihr Outfit auch sehr. Ja. Ich finde, das steht ihr gut. Deswegen habe ich sie auch gegeben. Könnten mal jemanden parodieren. Wir könnten es zumindest mal versuchen. Und ich glaube, sie war ja auch irgendwie so ein bisschen nerdig, ne? Ich glaube, sie war ein Geek. Und er ist zwar kein Geek, aber ich glaube, er ist Genie, genau. Und sie ist die Person bis jetzt in der Stadt, mit der wir diese Gruppe gründen könnten, die wir noch vorhaben. Also diese eher so ein bisschen nerdigere Gruppe. Von daher, das ist vielleicht eine Idee. Wir könnten mit ihr mal über ein Logikrätsel reden. So, vielleicht kämen die beiden ja so darüber dann ins Gespräch. Und du liest und du bist immer noch an deinen Hausaufgaben dran? Meine Güte, Maru. Okay, aber sie ist fast am Ende. Hat Schelmfähigkeit erworben. Und du hast zumindest Spaß beim Lesen, das ist schon mal gut. Nachdem du ge fertig gelesen hast, kannst du mal schlafen auch. Okay. Hast du eigentlich deine Hausaufgaben schon gemacht? Nein. Mach die vielleicht auch mal danach. Vielleicht solltest du nicht bei Margot ins Bett gehen. Vielleicht kommt das irgendwie ein bisschen komisch. Ja. Und was ist? Jetzt stimmt aber tatsächlich was nicht, ne? Frag bitte mal, was los ist. Und jetzt können wir das auch mal in den Kühlschrank packen. Sie ist ein Geek, genau. Das war doch mit ein Grund, warum wir. Sie will geknuddelt und gestreichelt werden. Boah, wir haben dich heute schon relativ viel geknuddelt und gestreichelt. Nicht, dass das ein Grund wäre, es jetzt nicht weiter zu tun, aber es ist nicht so, als hätten wir dich heute vernachlässigt, Liebes. Kannst du mal umarmen und streicheln und kannst dann. Das Umarmen nicht mitgenommen. Sonst umarmen wir sie zur Not einfach zweimal. Das ist ja auch kein Problem, weil Margo muss halt jetzt echt essen und dann schlafen, weil sie ist relativ fertig. Ich meine, sie war halt auch gestern Abend voll lange noch weg, ne? Da kann man am nächsten Tag auch noch mal ein bisschen müde sein. Hausaufgaben beenden. Ja, machst du jetzt. Oh, und wie gut seid ihr eigentlich sonst mit Isa befreundet? Eigentlich ganz, du bist mit Amy befreundet. Bist mit Margot auch befreundet? Oh, so langsam werden sie alle Freunde, wie schön. Bist du eigentlich mit Lilly befreundet? Noch nicht ganz, aber ich glaube, das kommt noch. Bist du?
Bist auch mit allen befreundet inzwischen. Okay, mit Baby nicht so ganz, aber. Und mit Isa auch noch nicht. Okay. Dann kommt das auch noch. Die anderen sollten vielleicht auch John noch ein bisschen besser kennenlernen. Das ist vielleicht auch noch so ein Ding. Und ja, jedenfalls, das war diese etwas ruhigere Folge. Aber wie gesagt, immer mal wieder zwischendrin finde ich die auch ganz gut. Und nächste Folge unternehmen wir vielleicht was. Und ich würde gern auch nächste Folge noch mal ein bisschen weiter renovieren hier an der Wohnung. Wir haben ja jetzt auch so viel Platz und Zeug. Und ja, gut, dann beende ich die Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!